So, ich muss da einen kleinen Nachschlag machen. Ich habe jetzt eine Kritik bekommen, weil dieses Gespräch Okay. ich vorher schon etwas ein bisschen erzählt habe und ich habe gemeint, ich lasse jetzt gut sein, aber die sagen, das muss unbedingt noch erwähnt werden und das schauen wir uns jetzt gleich an aus diesem Video, wenn wir hier reingehen. Das war mit der Schildkröte und wir fahren jetzt hier mal ein bisschen in das Lichtspektrum rein und das hat was zu tun mit dem Farbenspiel. Violett, Ist der die. Domi da? Ja. Den Ja. brauchen wir eigentlich nicht. Es geht hier um das Farbspektrum. Und ich erzähle jetzt da mal etwas Neues noch dazu mit Holofeeling. Das ist ja das klassische Farbspektrum. Und ich habe sehr oft darauf hingewiesen, dass es viele verschiedene Farbsysteme gibt. Aber man spricht jetzt dem Menschen dieses Farbspektrum zu. Und unter dem Rot, es beginnt bei dem Roten, bei dem Adam und es endet beim Violetten. Und ich habe ja zwei. In den Holofeeling-Schriften gibt es zwei Farbenspiele, wo ich sehr, sehr genau, zumindest ziemlich genau auf diese Farbnormen auch eingehe und auf die Frequenzen mit eingehe und dass das eigentlich Physik ist, aber Physik ist definitiv göttliche Physik, ist Holofeeling. Und hier dieses IR, das steht für Infrarot und dieses UV steht für Ultraviolett. Das heißt, das sichtbare Spektrum geht von Rot, die Regenbogenfarben, bis Violett. Wobei man hier schon merkt, dass der Übergang hier diese Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dass das eigentlich gar nicht genau stimmt. Da kann man sehr dieses Bur, die Purpurlinie Violett, ob das jetzt ein und dasselbe ist in den Übergängen oder ob der sinnvoll ist, hier reinzuschieben. Genau genommen ist das nämlich das Violette eine Verbindung zwischen Blau und Rot. Das heißt, wenn ich ein Farbenspiel nehme, geht es von dem Blauen wieder in das Rote, was dieses Ultraviolett wäre jetzt eigentlich, es würde wieder rot kommen auf der nächsthöheren Oktave. Aber mir geht es jetzt nur um die Wörter. Und jetzt pass auf, jetzt kommt wieder Holofeeling. UV heißt das da mal aufgespannt. V ist bistabil. Hell, dunkel, richtig verkehrt. Das ist das Ultraviolette. Und dieses Infrarot, ich sage immer, IR heißt der göttliche Kopf. Der göttliche Kopf ist der Adam. Und dieses Infra kannst du jetzt zum Beispiel das R, das Rot ist der Adam, oder Rai, Rosh, der Kopf, der Schöpfergottes. Ich rede immer von einem roten Kopf. Interessant ist das Wort Infra. Dieses Infra wird ja normalerweise, ich schau mal als Kürzel, ob mir dort den irgendwann nochmal, kleinen Moment einmal, wie die das umschreiben. Unterhalb, unterhalb, jenseits. Interessant ist dieses lateinische Infra, wenn wir das hebraisieren. Wir schauen uns das jetzt nochmal an, pass auf, was da passiert. Die Vorsilbe in, wissen wir, heißt zum einen innen, sage ich immer wieder, und Verneinung. Hinein, innen, das griechische en, in das Innere des Raums. Ich sage in das Innere eines Traums, aber das Innere eines Traums ist der Mittelpunkt. Und du denkst dir um dich herum Sachen aus, du bist in diesem absoluten Mittelpunkt ein Individuum. Und jetzt dort diese Vorsilbe in nicht nur innen heißt, sondern auch eine Verneinung ist, heißt ein Individuum ist, Dividus ist das Dein, die Divinität, das Unteilbare. Das Zerwürfnis, das Trennen, das Spalten, Individuum. Du merkst jetzt schon in einem gewissen Maß, aber ich will da nicht so arg reinfahren. Das heißt, du bist in dir geteilt, obwohl du unteilbar bist. Das sind die zwei Vorsilben von in jetzt in zwei Hälften teilen. Aber diese zwei Hälften, wo du teilst, ist HBH, das ist plus 5 minus. Das heißt also, dieses Zerlegen oder das Trennen, das Spalten in SB heißt Schwelle. Raumzeitliches Wissen erzeugt Wellen, Gedankenwellen, die in sich geschlossen eigentlich nie getrennt sind, weil es gibt keinen Wellenbalg ohne einen Wellental. Es ist die Sache mit Plus-Minus. Und das Fra wird eigentlich sehr aufschlussreich, wenn du ins Hebräische gehst. Wir brauchen diese Vatersprache, das heißt, es fängt etwas an zu stinken, ranzig sein,
stinken werden. Wie oft sage ich, ich kann dir die deine Nase nur 2 Zentimeter über die Scheiße deiner materiellen, religiösen Fehlinterpretationen halten, und wenn du dann immer noch nicht weißt, was stinkt. Das, was stinkt, ist das, was deine Frau, dein Weib, dein Ich weiß, deine Frau dir vorgaukelt. Und jetzt muss man wissen, dass diese Fragebogen, was ich immer so, ich habe das Fragebogen, dieses Fra beginnt mit einem Stier. Das ist ein raumzeitliches Tierblau gelesen. Und das ist der Schöpfer. Und der ist aber wild. Dieses Wild, es beginnt zuerst einmal hier mit einem W, das ist unser W, das ist dieses Spiel, und Illit heißt der Kind. Das heißt ein doppelt aufgespanntes Kind. W Illit, im Bild B Illit, heißt dann im Kind, das ist dieses Kind. Und im Kind ist das dann eine KI, eine künstliche Intelligenz. Diese künstliche Intelligenz, KI, erzeugt jetzt zwangsläufig einen polaren Rand. Das ist die Welt an der Gedankenwellen. Nochmal, BR heißt das Äußere und OND, imperfekt gelesen, allefalls Vorsilbe, heißt ich werde auf- und abschwingen, ND heißt die Schöpfung einer existierenden Öffnung. Und diese polare Rand kommt von Gott. Das ist M-All. Und das Ganze ist eine Wunde, ein Trauma. Ein Traum, eine Traumschöpfung, weil du Bollen schlägst. Erinnere dich an das vorhergehende Selbstgespräch. Und jetzt verknüpft sich das wieder alles komplett lückenlos. Ich wollte jetzt nur dieses Infra, du musst alles in Frage stellen, was du bisher geglaubt hast. In Ich Bin, du in den ersten Bänden, wiederholt sich öfteres Mal ein und derselbe Satz. Da heißt es, wenn du aufgehört hast, deine jetzige Logik, deinen jetzigen Glauben in Frage zu stellen. Nochmal, G-L-A-U-B, A-U-B heißt die Beschwörungskunst. Kannst du das, was du glaubst, was du äußerst, was du behauptest, auch beschwören vor einem göttlichen Richter? Kannst du beschwören, dass du von deiner Mutter geboren wurdest? Kannst du beschwören, dass dein Körper und dein Gehirn auch dann existiert, wenn du nicht daran denkst? Kannst du beschwören, dass du dich jetzt auf einer Erdkugel befindest, die sich um die Sonne rumdreht? So, und jetzt, wenn du willst, kann ich dir jahrelang Sachen aufzählen, die du bis dato beschworen hast, innerlich aufgrund von Glauben, blinden Glauben, und ihr müsst ihr glauben, dass das alles Meinheit ist. Es sind durch die Bank Meinheit. Wenn du aufgehört hast, deinen Glauben, deine Logik in Frage zu stellen, hast du aufgehört zu leben, du lebst und du funktionierst dann wie eine geistlose Maschine, wie ein Computer. Wie eine KI. Einfach nur wie ein Zombie, wie eine KI in einem Videospiel, in den Ego-Shooters waren die abgeschossen. So, und jetzt kommen wir mal ein Stückchen weiter, jetzt kommen wir ein bisschen in die Biologie. Das ist der Mensch, der blaue Mensch, der Enosh. Der Enosh sieht nur von Rot bis Violett. Lila. Interessantes Wort, lila. Schau mal. Alles, was er sieht, sind Existenzen in der Nacht träumt man. Es sind die Existenzen in einem Traum. Wir können das natürlich in Sanskrit lesen, dann heißt es hier Spiel. Das hebräische Wort, das Sanskrit-Wort Laila, ich gehe jetzt nicht in Sanskrit, heißt es Spiel. Die Lila Krishna, das sind die Spiele Gottes. Die passieren in der Nacht, wenn der liebe Gott dich träumen lässt. So funktioniert das Spiel. So funktioniert das Spiel, das ich entworfen habe für dich. So, und jetzt pass mal auf, was jetzt passiert. Jetzt macht ein bisschen Biologie. Diesen Bereich sieht, das sind also 7 Farben. In der Mitte, im Zentrum ist das Grüne. Das ist auch sehr wichtig, dass das in der Mitte ist, auch für die Systematik innerhalb der Bibel. Und über das Rote hinaus geht das in das Infrarote, brauche ich nicht näher erläutern, kennen wir alles. Und über das Violette kommt das zu dem Ultravioletten. Und all diese... Das ist wieder interessant, das kennen wir doch alles, das wissen wir doch, wir wissen doch alles, wir Physiker wissen doch, wir Biologen, wir Christen wissen doch, dass der Jesus gekreuzigt wurde. Wir Moslems wissen doch, dass der Jesus nicht gekreuzigt wurde. Steht doch im Koran, steht doch im Neuen Testament. Geistlos nachäffende Affen seid ihr.
Wir wissen doch, dass Wasser aus Wassermolekülen besteht und ein Wassermolekül aus zwei Teilen Wasserstoff, Hydrogenium und ein Teil Sauerstoff besteht. Wissen wir doch. Haben wir doch alles in der Schule gelernt. Und dass der Hitler böse war und dass sie im KZ Menschen vergast haben. Wissen wir doch alles. Kannst du es beschwören? Kannst du es beschwören? Und jetzt sage ich dir bei aller Liebe, das Leben wird dich die nächsten Jahrtausende so abwatschen, bis du aufhörst, Meineide zu beschwören. Sag einfach, habe ich gehört, hat man mir erzählt, habe ich gelesen, ist vollkommen okay. Aber hör auf, es zu beschwören. Und du beschwörst alles, was du dir 100, wo du dich hundertprozentig sicher wähnst. Da kommt das Wort Wahn her. Dass das die einzige Wahrheit ist. Das ist die Quelle von Leid. Das Schöne und das Gerechte ist, dass nicht so niemand, den du dir ausdenkst, leiden muss. Der Einzige, der leidet, bist du. Und du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du das richtig stellst und aufhörst, Meineide zu schwören. Bereiche des Sichtbaren sind auch konnotiert mit Tieren. So haben wir bei der Biene also eine Verschiebung des Spektrums. Also das Rote wird gestrichen, sie sieht Rot laut Wissenschaft schwarz und gibt. Hochinteressant. Die Biene, ich weiß zwar nicht, wie die das entdeckt haben, das sind wieder so Sachen, man äfft einfach nach. Wie will irgendeiner wissen, was eine Biene sieht? Du kriegst zwar immer ein logisches Konstrukt, aber ich sage, alle logischen Konstrukte, wo dir ein Wissenschaftler oder ein Biologe erklärt, wenn ich dabei bin, werde ich dir erklären, wo der Fehler liegt. Das ist es, wenn ich behaupte, auf deinen Physikbüchern sind auf jeder, nahezu jeder Seite so eklatante Fehler, Fehler in deinem Führerscheinprüfungsbogen, die jeder 13-Jährige sofort erkennt, wenn ich ihn darauf hinweise. Also gut, diese Biene, Devorah, ist natürlich eine Sache hier, die hat was mit Honig zu tun. Du kommst in das Land, wo Milch und Honig fließen. Bi heißt schon einmal in mich, Sehne. Können wir jetzt alles schön hebraisieren. Wird hier violett dargestellt. Laut Wissenschaft, hat er ja schön gesagt, sehen die kein Rot, sondern die sehen schwarz. Die sehen keinen Adam, sondern Krishna. Die Bienen. Ich mache das jetzt einfach mal so, lass dich, das Bonbon kommt am Ende. Geht dann beim Orangenen erst los, geht aber dann über die Grenze bis ins Ultraviolette Das rein. heißt, die sehen ultraviolettes Licht, wo wir überhaupt nichts mehr sehen, sehen die noch was. Dagegen kommt die Schlange. Die Schlange geht. Nachasch, nochmal, Nach ist ruhend und Hasch ist eilend. Das ist das schnell, langsam, gleichzeitig. Das ist, die Schlange ist irgendwie so ein Ding, so ein Oxymoron wie historische Fakten. Was der Name Nachasch im Hebräischen aussagt, aber man sagt dann wiederum, das ist ein Wahrsager. Mir hat man in der Schule erzählt, dass die lügt. Aber wieso lügt die Schlange, wenn sie sagt, wenn du vom Baum der Kenntnis von Gut und Böse gleichzeitig isst, geht dir das Licht, gehen dir die Augen auf, Augen jetzt symbolisiert für das Licht deiner Verabrede, dann gehen dir die Augen auf und du wirst sein wie Gott. Du erkennst plötzlich alles, was ich mir ausdenke, erschaffe ich. Das behauptet die Schlange. Weil nämlich das Nacht, das Ruhende und das unendlich schnell Eilende, das ist, was mit Lichtgeschwindigkeit denkt. In der höchsten Geschwindigkeit gibt es keine Geschwindigkeit mehr, weil die zwei Extreme eins waren, wie Wellenberg und Wellental. Die waren aber nicht oben und unten eins, sondern du musst in der höheren Dimension des Verbindens ist der Mittelpunkt. Die sind im Mittelpunkt schon eins. Jetzt pass auf, was jetzt kommt. Geht in die andere Richtung, verschiebt die Siebenheit nach, in dem Fall hier links, in das Infrarote. Dafür Das sieht. heißt, die Schlange sieht dann auch Sachen anhand von Infrarotlicht, das Wärmestrahlung. Die Herzenswärme, das Warme, komm, ganz interessant, ins Koma. Die Schlange, psst, die fällt ins Sklo, das ist übrigens auch hier mit der Zunge, die hat eine gespaltene Zunge. Schau das kleine Bild an. Das, was hier rauskommt aus dem Mund, das ist Lashon, hat sehr, sehr viel zu tun mit den Maßen der Arche. Das ist die Sprache selber, inwieweit du die Sprache spaltest und immer heilig betrachten kannst. Sieht sie das Violette nicht. Also man sieht hier eine Verschiebung, wenn der Mensch mit Wenn der sie Bi. heißt, sie sieht das Violette nicht nochmal. Violett ist die Mischung von Blau und Rot. Vom Adam in einem gewissen Maß, wenn ich das Blaue, das hebräische Wort für Blau, ich zeige es nochmal, schreibt sich Kafchol. Das ist das hebräische Wort für Blau.
Interessant, dieses Blau heißt auch Augenschminke. Das ist in einem gewissen Maß, wenn du auf der Augenbrille aufhast, ist jedes Bild auf der Augenbrille ist in gewissem Maß ein Schminken. Das beginnt wieder mit Scham. Dort. In Ken. Ken ist das Fundament, sich etwas lügen, überlegen und Lügen verbreiten. Denk wieder an die Vorsilbe in. Es ist in dir, was aber gar keine Lügen sind, sondern das ist das, was jetzt ist. Ich hoffe, du kannst es einigermaßen nachvollziehen, was ich sage. Und wenn ich jetzt weiß, dass das K-Vorsilbe ist, dass das Koll für sich alleine einfach nur das Weltliche heißt. Und dieses Weltliche lässt dich vor Angst zittern. Das ist das Spiel, das wir spielen. Und da hast du übrigens rein zufällig wieder diese 454, wo ich angemalt habe, diese 544. Diese Hadad. Das ist im vollen Wert, haben wir hier wieder dasselbe Spiel mit der 92. Der immerseiende 92 ist der volle Wert. Das ist der immerseiende Testudo, der dich beobachtet. Biene zu tun hat, sieht er also in diese Bereiche. Biene ist Dvorah, oder wir kennen es besser als Deborah. Und von Daber, Davar, Dabar, Medaber, Sprechen. Deber haben wir gehabt gerade. Das ist das Wort, nicht Dickbar, ist die Wüste. Worten. Ich habe doch gesagt, wenn du über den Jordan gehst, Jordan schreibt sich IAD, einfach in Deutsch gelesen heißt es, wenn du Öd-Isch wirst. Über den Jordan gehst, kommst du in das Land, wo Milch und Honig fließen. Und die Milch haben wir hier übrigens wieder genau dieses Choll. Das ist das hebräische Wort für Milch. Und das ist Choll B. Das heißt die weltliche Polarität. Und die weltliche Polarität ist halt einmal so, dass hell und dunkel gleichzeitig da ist, dass immer alles gleichzeitig ist, aber du immer bloß eine Seite davon anschaust. Das hängt da alles damit zusammen. All das hat mit Sprache zu tun, und die Sprache ist also imstande, hier in diese Bereiche vorzudringen. Also über dieses Violette hinaus, das Wort durchbricht da schon eine Grenze. Das Wort durchbricht. Schau mal, was da passiert. BRI ist die Genesung, die Gesundheit, eine Vollkommenheit erreichen. Jetzt ist natürlich hier, pass auf, da ich das J als mein lesen kann, Suffix, dann heißt es mein Äußeres. Ich muss mein Äußeres, muss ich wieder heilen. Vorsilbe B heißt BRI, heißt das passiert im RI, dieses RI im Kopf Gottes. Ist nämlich die Nässe, die Feuchtigkeit, die Wasserfülle, ist im Kopf Gottes, in diesem göttlichen Kopf ist dieses Pri, findet dieser Heilungsprozess statt. Und dieser Heilungsprozess, Chete, heilt alle Schrecken, das ist nämlich Chete, bricht diese logisch berechneten Ecken, wann jetzt geheilt, wieder vollkommen gemacht in diesem Kopf Gottes. Das ist bricht. Fragen? Wort heißt ja auch, oder Sprache, Safar, das ist die Lippe. Die Lippe ist ein Ufer, kommen wir später nochmal drauf. Und da begegnen sich die Welten. Es ist ein Übergang von einer Welt zur anderen Welt. Die Schlange hingegen, die verschiebt das Ganze ins Infrarote, sieht aber dann das Violette nicht mehr. Und hier geht es also in das Tieffrequente hinein, und in das immer konkretere. Immer tiefer in den Abyssus, in das Meer hinein, immer tiefer. Aber es gibt dann hier, wir haben jetzt die Biene, wir haben die Schlange, wir haben den Menschen. Die eine hängt mehr im roten Bereich, die Nachasch, das ist immer dran denken, Nachasch, lichtgeschwind denkende, schlängelnde, das eigentlich gar kein Sinus ist, sondern ein Kreis, es sind nur Blickwinkel. Das Biene, das Innere, trennt sich von dem Roten, geht mehr in dem Ausgedachten, in die höhere Frequenzbereiche, wobei man immer wieder muss, oben und unten kannst du austauschen. Und jetzt pass auf, jetzt gibt es einen Meister aller Meister. Dichter werdende. Ich will das aber jetzt nicht weiter vertiefen, weil das ein eigenes Thema für sich ist. Der Mensch kann sich also in diese Richtung wenden, in die, oder wir schauen uns jetzt an, was die Schildkröte kann. Die sieht nämlich alles. Sie sieht ins Infrarote hinein. Sie sieht ins Ultraviolette hinein. Sie hat also das gesamte Spektrum. Alles. Der Logos des Kindes ist wie der Adam. Und der Adam ist ein Gott.
So, und jetzt musst du nur noch begreifen, dass ich du bin. Die Ohrenbarungsbücher beginnen mit einem kleinen Büchchen und da beginnt es mit Ich bin du. Ich bin der Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Ich bin ein träumender Geist, der alles, was er erlebt, aus sich selbst herausholt und in sich selbst zur Eigenanschauung bringt. Und ich erkenne jetzt im Meer, wie unendlich viel mehr noch in mir drin ist, was ich noch gar nicht angeschaut habe. Was ich aber erst zu sehen bekomme, wenn ich die Führerscheinprüfungsbogenwelt bestehe. Und die Prüfung besteht darin, dass ich schlichtweg und einfach in dem Leben zu erkennen habe, was ich bin und was meine Gedanken sind. Und dass ich zu einer allumfassenden Liebe werde, dass ich nie mehr auch nur eine Sekunde vergesse, wer ich bin und was meine Gedanken sind und dass ich aufhöre, irgendeinen Gedanken, den ich denke, wir nennen diesen Gedanken ganz einfach mal Mensch, vorzuwerfen, dass das so ist, wie ich ihn jetzt in meinem Kopf erschaffe. Betonung liegt auf Affe. Mensch blau, Enosch, Medim. Er ist schon wieder weg, wenn ich ihn nicht denke. Und er kriegt das nicht einmal mit, dass ich ihn denke. Und er kann sich ja nicht raussuchen, wie ich ihn denke. Jetzt frage ich dich, was stimmt an diesen Worten nicht? Was stößt dich auf, wenn ich das jetzt behaupte? Ist da irgendwas nicht in Ordnung? Ich nehme mal gerade für den Gedanken dann oft das Wort grünes Maßmännchen, rotes Wasserhähnchen, gut, böse, Hitler. Egal, was du jetzt denkst, dir muss klar sein, dass du eine Information in dir aufbaust. Du bist der Gott für jeden, der Schöpfer für jeden Gedanken, den du denkst. Aber wo schöpfst du diese Gedanken heraus? Aus dir selber. Das Problem ist, du greifst immer bloß auf deinen Schwamminhalt zurück, auf diesen fehlerhaften Schwamminhalt, auf dieses geistlos nachgeäffte Wissen, mit dem du dich jetzt, ich sage mal chronologisches Beispiel, angeblich in deiner Vergangenheit vollgesaugt hast. Es ist in der Vergangenheit nie was passiert. Du bist der Computer und du kriegst das Programm auf einmal freigeschalten. Und alle anderen Programme, unendlich viele Programme, sind zusätzlich in dir drin. Du hast aber nur Zugriff auf das, was du zurzeit mein Wissen, meine Meinung nennst, das hundertprozentig sicher eine Anderung ist. Es ist die Meinung deiner geistigen, geistlosen Vorbilder. Du äffst doch nur noch. Ich sage, bring mir auf der Brösel-Ebene irgendeinen Brösel, wenn der den Mund aufmacht, egal welche Meinung er äußert, ich sage dir genau, das ist nicht seine Meinung. Was er ansieht, aber sich mit der Dußwald pflastert jetzt, aber auf die Straße geht und sich hinklebt, um die Welt zu retten. Beim Wort Welt stellt er sich eine Erdkugel vor, die ja so verschmutzt wird. Das hast du doch gar nicht nötig. Du magst da ganz einfach eine neue Balle. Insider wissen, was ich damit meine. Und das, wenn du Lust und Liebe hast, dann nimmst du das Wort Balle und zerlegst es einmal mit der Holofeeling-Sprache. Was für ein hebräisches Wort bedeutet Balle? Was für hebräische Wörter gibt es, die unter anderem Balle heißen? Balle hebraisiert von rechts nach links, von links nach rechts. Was bedeutet etymologisch das Wort Balle? Aus welchem Sprachraum kommt es? Und dann wirst du feststellen, was du sofort aus dem Stegreif magst, du ein 50-Seiten-Buch. Und dann erfährst du, was das wirklich bedeutet. So, ich glaube, das war jetzt zufriedenstellend. Morgen mit den Farben. Und das ist der Tropfen. Jetzt müsstest du nur dir hier das Farbenspiel Gottes raussuchen. Diese zwei kleinen Bände. Und da wirst du feststellen, das ist teilweise so dicht mit Farben geschrieben. Und wenn du das Prinzip von Holofeeling verstanden hast, merkst du, es ist unendlich präzise und einfach dargestellt. Es überragt alles an deinen menschlichen Physik- und Chemiebüchern um Welten, um geistige Welten. Und das Verrückte ist, dass das in der Regel eigentlich, ich konfrontiere Holofeeling immer auch eine verborgene Harmonie der Dinge, nicht mit den Weisen deiner Welt. Das sind meistens die Brösel, die ich jetzt meine 100 Affen nenne, sind ganz unscheinbare Brösel, Hausfrauen, die eigentlich mit großer Wissenschaft überhaupt nichts zu tun haben. Das ist übrigens auch so eine verborgene Harmonie der Dinge. Du musst alles um 180 Grad auf den Kopf stellen. Die Reichen und Mächtigen, die du dir ausdenkst, sind es nicht wert, dass sie gerettet werden. Das Unverdorbene, Unscheinbare. Aber bist du was Unverdorbenes, Unscheinbares? Dann lebe einfach die Liebe und das Verständnis.
Mach dich zum Diener für deine Mitmenschen, so wie ich dir das als Udo vorlebe. Aber Menschen meine ich jetzt nicht Affen, nicht zu den Mitaffen. Du musst erst einmal eine feine Antenne kriegen, ob diese als Affe und der Affe, ob hinter einer Maske ein Geist sitzt und der Geist zeigt sich nicht durch Äußern von intellektuell geistlos nachgeäfften Wissen, sondern Geist zeigt sich durch Neugier, durch die Fähigkeit, dass ich mit was konfrontiert werde, Reizauslöser, das meiner Logik vollkommen widerspricht und irgendwie ist das gefiltert, das stimmt ja auch irgendwie. So habe ich das ja noch nie gesehen. Diese Offenheit für vollkommen neue Sichtweisen, die Neugier, das ist, wenn ich sage, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, werdet ihr das Reich Gottes nicht betreten. Aber Meister, sagt Nikodemus, ich kann doch als alter Mann nicht wieder zurückrufen in den Leib meiner Mutter. Ich sage, nee, das geht wirklich nicht, du bist in der Matrix. Du kannst versuchen, rauszukrabbeln, dann musst du dich aber abnabeln, du musst dich abschneiden von dem dogmatischen Wissen, das du bisher geistlos nachgeäfft hast. Und es ist ein Intimakt, nochmal. Es geht in keinster Weise, dass du als Brösel unter Brösel irgendjemanden von irgendwas überzeugen müsstest. Du musst nur einen aller Einzigen überzeugen, nämlich den, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast. Und dann wirst du erkennen, den kannst du nicht überzeugen, weil von was willst du einen Gedanken, den du denkst, einer vergänglichen Information, einer Existenz erklären? Willst du ein... Verstehst? Jetzt schauen wir Standbild. Das Internet meldet sich zu Wort. Aber es ist wieder alles drin gewesen. Was ja. Jetzt ja. Ich nehme jetzt einfach mal die Freiheit und ich beende die Aufzeichnung, oder? Ja. Wir haben es ja eigentlich, ne? Ja. Also. Mhm. Ja. Bitch!